Hey Kinders, was geht bei euch ab? In letzter Zeit sprengt ihr ziemlich hart mein Twitter-Postfach. Ich frage mich, wo ihr alle herkommt. Meine Follower sind nicht wirklich gestiegen. Viele fragen mich, ob ich nicht mal so ein Teste-Dich-Video machen kann. Ich habe sehr viele Vorschläge bekommen. Ich wollte eigentlich testen, ob ich ein Einhorn bin, aber der Test war broke. Bin ich einfach direkt den nächsten Test angegangen, und zwar, ob ich rassistische Züge habe oder kurz gesagt, ob ich ein Rassist bin. Wir haben es in Livestreams ja schon ein paar Mal darüber gehabt. Sag mal, was ist mit dem Mikrofon los? Warte mal. Da ging es um Wahlen, NPD, wie ich dazu stehe und so weiter und so fort. Ich sage im Vorfeld, dass ich meiner Meinung nach auf keinen Fall ein Rassist bin, aber möglicherweise deckt dieser Test tief sitzende psychische rassistische Züge an mir auf. Wir legen mal los. Hast du rassistische Züge? Bist du ein Deutscher und hast Wut auf Ausländer, wenn du welchen begegnest? Bist du ein Ausländer und hast Wut auf Deutsche, wenn du welchen begegnest? Alleine das ist doch schon... Okay, wir versuchen es so serious wie möglich zu nehmen. Egal zu welcher Nation und Kultur man dazugehört, Rassismus ist überall. Das ist wahr. Teste dich jetzt selbst. Gut. Die erste Frage: Was denkst du, wenn du mehreren Ausländern begegnest? Schön, dass es hier so farbenfroh ist, bitte mehr davon. Sollen sie dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind? Ich bin nicht so begeistert davon, weil es in Deutschland schon so viele gibt. Sie dürfen genauso hier leben wie wir. Ich grüße sie nett und gehe weiter. So, dann tendiere ich auf jeden Fall hierzu. Das hier hört sich so übertrieben an. Das hört sich so an, als hätte man Angst, sich irgendwie zu äußern und direkt so, oh, das ist so schön. Jeder kann und soll und darf leben, wo er möchte. Und ich grüße die Leute nett und gehe weiter. Gut, ich bin an sich ein ziemlich in sich gekehrter Mensch. Man merkt das in den Videos wahrscheinlich nicht so, ja. Ihr sagt jetzt, what? Aber ich bin wirklich sehr introvertiert. Ich bin nicht so der grüßende Mensch, aber es hat dann nichts mit Hautfarbe, Nationalität oder Religion zu tun, sondern ich grüße eigentlich nur, wenn ich gegrüßt werde oder ältere Leute. So alles ab 50 grüße ich grundsätzlich. Aber so darunter? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich numeristisch, man weiß es nicht. Zweite Frage. Ausländer müssen noch mehr in unser Land kommen. Raus. Sich hier anpassen. Sich an unsere Gesetze halten. Schon schwierig. Man hat sehr wenig Auswahl. Es ist selbstverständlich, dass sich jeder an die Gesetze halten muss. Anpassen. Da weiß ich jetzt nicht, in welcher Form das gemeint ist. Also wie stark diese Anpassung und Integration stattfinden soll. In einem völlig normalen Rahmen ist es ja so oder so notwendig. Wenn ich jetzt nach Russland ziehe, dann muss ich die russische Sprache schon beherrschen, sage ich mal. Und das ist ja die Anpassung. Ich muss die Gepflogenheiten kennenlernen und so weiter und so fort. Also, weil sonst habe ich ja Schwierigkeiten, dort zu leben. Ich möchte ja in dem Land, in dem ich lebe, auch ein schönes Leben haben und nicht ständig vor Problemen stehen, dass ich die Leute nicht verstehe oder die Geste nicht verstehe, die Kulturgeste, die mir da gerade gemacht wird oder wie auch immer. An sich muss man tatsächlich nur eins, und zwar sich an die Gesetze halten. Man kann auch herkommen und sich nicht anpassen, man hat es aber wahrscheinlich dann schwer hier, weil man eben zum Beispiel die Sprache nicht versteht. Ich sag mal, sich an unsere Gesetze halten, ich kann mich ja nur im Rahmen dieser Antworten hier aufhalten. Deswegen, ja, die Gesetze sollte man sich halten, auf jeden Fall. Die nächste Frage: Könntest du dir vorstellen, mit einem Ausländer oder einer Ausländerin in einer festen Beziehung zu sein? Ja, warum nicht? Nur, hey, wer hat das schon angekreuzt? Nur wenn er sie sich mir und meiner Kultur anpasst? Ja, auf jeden Fall, definitiv nicht. Ich würde einfach, ja, warum nicht sagen, ja, auf jeden Fall, klingt schon wieder wie hier oben so, wow, ich bin auf keinen Fall racist, dude. Ich meine, man muss es nicht raushängen lassen, dass man kein Rassist ist, ne? Also ja, warum nicht? Ja, auf jeden Fall, klingt so, Alter, scheiß auf alles, ich will ausschließlich den Ausländer oder sowas, ne? Ja, warum nicht? Das ist natürlich irrelevant, woher der Mensch kommt, in den ich mich verliebe. Das ist, vierte Frage. Könntest du dich einer anderen Kultur anpassen? Nur wenn ich dazu gezwungen werde? Nein, nein und noch einmal nein. Gerne, ich bin immer offen dafür. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich würde ja, wieso eigentlich nicht anklicken. Ich meine, gut, gerne, ich bin immer offen dafür. Gerne nicht zwingend, weil es einfach Anstrengung ist. Es bedeutet Anstrengung, Arbeit, sich anzupassen. Und ich bin ein extrem fauler Mensch und deswegen, wieso eigentlich nicht, aber jetzt nicht zwingend gerne. Ich meine, du musst eine Sprache lernen, du musst die Kultur kennenlernen. Du musst dich sehr lange und intensiv mit der anderen Kultur beschäftigen, um dich da richtig anpassen zu können. Es ist schon Arbeit auf jeden Fall, also es ist Arbeit. Ich meine, das kommt ja nicht zugeflogen. Und ich bin eine faule Drecksau, deswegen, ja, wieso eigentlich nicht? Frage Nummer 5. Bist du religiös? Ich bin streng religiös und befolge und glaube das, was mir meine Lehren sagen. Ich glaube an eine höhere Macht, jedoch auf meine eigene Art und Weise. Klingt gar nicht so übel. Die Bibel ist eine einzige Lüge. So weit will ich nicht gehen. Ich glaube nicht an einen Gott, sondern an die Wissenschaft. Hört sich gut an. Der Mensch stammt vom Affen ab. Achso, das ist ja eine Antwort. Es hört sich wirklich nicht schlecht an, das hier unten. Ich finde, sie ähnelt dieser Antwort sehr, denn an eine höhere Macht zu glauben, muss nichts Spirituelles sein. Die Natur ist auch eine hohe Macht oder eine höhere Macht. Man kennt ja auch unter uns Menschen Kriegsmächte, Wirtschaftsmächte, das ist ja auch alles eine Macht, etwas Großes, Mächtiges. An sich ist es ja so, dass wenn man etwas nicht weiß, dass man dann von, oder meist von was Spirituellem ausgeht. Früher haben die Leute einen Vulkan gesehen, der ausbricht und sie haben gesagt, die Götter, dabei ist es die Natur. Früher hat man einen Asteroid gesehen und hat gesagt, die Götter, dabei ist es eben das Universum. Bezeichnet man das auch als Natur? Durch Kausalketten passiert sowas, also dass ein Asteroid hier halt dann plötzlich, bumm, zack. Aber Menschen sind eben schon immer so, dass wenn sie etwas nicht wissen, dann glauben sie es.
oder etwas. Die Wissenschaft ist ja auch sozusagen eine höhere Macht, mit der man sehr viel erklären und sehr viel erschaffen kann. Aber ich kreuze trotzdem einfach mal das hier an, weil hier zu viel Spielraum ist, dass man möglicherweise doch denken könnte, dass ich an eine höhere spirituelle Macht glaube, und daran glaube ich auf jeden Fall nicht. Frage 6. Was verstehst du unter Rassismus? Rassismus ist Ausgrenzung und in schlimmeren Fällen ein aggressives Vorgehen gegen andere Rassen. Klingt an sich schon mal nicht schlecht, wobei gegen andere Rassen hört sich halt und so weiter. Rassismus ist Nationalbewusstsein, was eine Scheiße. Rassismus ist in meinen Augen nicht mehr als Misstrauen gegenüber anderen Rassen. Misstrauen und Angst, Furcht. Rassismus ist einfach nur Scheiße, Punkt. Die Sachen sind extrem bescheuert ausgedrückt. Hier müsste stehen, Rassisten oder rassistische Menschen sind einfach nur Scheiße und so weiter, Punkt. Wenn mich mein Kind fragt, was ist Rassismus? Was verstehst du unter Rassismus, Vati? Und ich sag, das ist Scheiße. Dann denkt mein Kind, Rassismus ist Scheiße, also ein Haufen Scheiße. Dabei sind die Leute, die rassistisch sind, ein Haufen Scheiße, aber Rassismus an sich hat eine richtige Erklärung. Man kann es googeln und in einem Wörterbuch nachlesen, was Rassismus ist, was man darunter versteht, und es ist nicht Scheiße. Das hört sich aus dem Kontext gerissen sehr rassistisch an. Und ich finde, das klingt nicht übel. Rassismus ist Ausgrenzung und in schlimmeren Fällen ein aggressives Vorgehen gegen andere Menschen, anderer Kulturen. Wobei das auch nicht schlecht ist. Rassismus ist in meinen Augen nicht mehr als Misstrauen. Also wenn man wirklich diesen Kern herausfinden will, dann ist Rassismus ja wirklich Misstrauen und Furcht gegenüber anderen Menschen. Ich finde, das hier ist auch nicht wirklich eine Erklärung, was man darunter versteht, sondern die Erklärung, wie es entsteht. Und zwar haben die Leute einfach Misstrauen und Furcht vor anderen Menschen. Und deswegen sind sie rassistisch. Wenn die Angst uns regiert, werden wir immer rassistischer. Ja, es ist halt einfach eine Erklärung, warum das so ist, aber nicht, was es ist. Deswegen würde ich das hier oben auf jeden Fall ankreuzen, weil es am nächsten rankommt. Bist du Deutscher? Ja, und ich bin stolz drauf. Das ist eher, wie kann man stolz darauf sein, einem Land anzugehören, in das man zufällig reingeboren wurde? Man hatte damit nichts zu tun. Man kann stolz sein auf Entscheidungen, die das Land dann vielleicht getroffen hat, oder auf die Wirtschaftsfähigkeit des Landes und so weiter und so fort, aber stolz darauf, einfach Deutscher zu sein oder egal was zu sein, es ist völlig irrelevant, woher man kommt, fand ich schon immer, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich bin stolz, am Leben zu sein, und ich bin froh darüber, dass wir auf unserer Welt so tolle Lebensumstände haben und nicht irgendwie zu nah oder zu weit weg von der Sonne entfernt liegen. Man könnte sagen, ich bin froh, Deutscher zu sein, weil man vielleicht in einem anderen Land, wo es im Moment vielleicht schlechtere Lebensumstände gibt, es härter hätte. Das könnte man, das würde ich vielleicht noch verstehen. Ja, ist das schlimm, hört sich saublöd an. Das ist genau dieses, nein, Hilfe, ich bin doch nicht rassistisch. Hier steht nein. Also müsst ihr auch einfach ja stehen. Und ich kreuze diese Antwort jetzt an, aber für mich zählt es als ja. Ich bin hier geboren, ich habe in meinem Pass Deutscher Hans Wurst stehen, ich bin Deutscher. Aber ist das schlimm, das ich muss die Sachen halt so nehmen, wie sie hier stehen. Verdammte Kacke. Die Tests machen irgendwie voll Spaß. Ich hoffe, ihr findet den Einhorn-Test nochmal. Schickt mir den einfach zu. Oder vielleicht, was für eine Baumsorte ich bin. Was denkst du über Türken? Türken sind dreckig und ungepflegt. What? Türken sind Menschen. Was soll die Frage? Türken sind tolle Leute. Die sind voll geil und so. Und so. Wie alt war derjenige, der diesen Test gemacht hat? Älter als 8? Ich bezweifle es irgendwie. Es sind zu viele da und sie sind ein bisschen launig. Oh. Okay, ich tendiere natürlich ganz klar hierzu, wobei dieses Mann. Ich habe an sich keine Gedanken über andere Völker, keine positiven, keine negativen, ich habe überhaupt keine. Warum soll ich mir Gedanken machen? Soll ich mich wirklich hinsetzen für eine Stunde oder so am Tag und mir Gedanken machen über andere Völker und denken, wie ich darüber denke? Türken sind Türken, habe ich recht? Also, Türken sind Menschen, so wie wir alle anderen auch. Man könnte, es geht einfach weiter mit den Fragen, was denkst du über Polen? Polen sind Menschen, so wie alle anderen auch. Es wird gesagt, dass Polen untreu wären. Ich glaube, dass sich zwischen den einzelnen Rassen nicht viel nimmt. Das ist doch falsch geschrieben. Die klauen doch alle und sind unehrlich. Polska ist mein Lifestyle. Super blöd. Geil, Mann. Das würde ich echt extrem, das ist, glaube ich, meine Antwort. Ich sage, dass sich zwischen den einzelnen Bevölkerungen nicht viel nimmt. Da gibt es kulturelle Unterschiede. Aber der Mensch ist einfach ein Mensch. Was denkst du über Chinesen? Es geht immer weiter. Wollt ihr mich verarschen gerade? Was denkst du über Chinesen? Ich habe nichts gegen sie, solange sie mir nichts tun. Wow, bombastisch. Die Schlitzaugen sind nur zum Computerherstellen zu gebrauchen. Die können sehr gut kochen und sehen so süß aus. Oh mein Gott. Die sind so billig, die machen uns arbeitslos, weil fast jeder dort eine Firma aufmacht. Wie oft ist derjenige, der diesen Test gemacht hat, hingefallen? Also auf den Kopf wirklich hart. Ich habe nichts gegen sie, solange sie mir nichts tun. Das ist eine Grundphilosophie, oder? Wenn die Leute zu dir freundlich sind, bist du auch freundlich zu den Leuten oder umgekehrt. Das ist selbstverständlich. Ich hoffe, es kommen noch mal ein paar gescheite... Ah, hier. Guck mal, die Frage hört sich recht interessant an. Wie kleidest du dich? So wie es alle aus meiner Kultur tun. So wie ich es mag. Am liebsten Springerstiefel und Bomberjacken. So, dass man erkennt, dass ich Deutscher bin. So wie ich es mag. Hallo? Mir fehlt hier noch eine Option, und zwar so, dass ich sehr viel Swag zeigen kann. Hast du Ausländer in deinem Freundeskreis? Mehr Ausländer als Deutsche? Nein, ich bleibe lieber unter meinesgleichen. Ja, einige wenige. Ja, ungefähr die Hälfte meiner Freunde sind nicht rein deutsch. Oh, shit, dude. Lass mich kurz überlegen.
Ich glaube, es sind sogar echt mehr als die Hälfte. Wie ist die Frage jetzt gemeint? Hier schreiben sie Ausländer, einfach pauschal Ausländer. Hier unten schreiben sie rein deutsch. Ich meine, das will ich nicht ankreuzen, das hört sich einfach rassistisch an. Nicht rein deutsch. Es kann einfach schlecht ausgedrückt eben heißen, dass die Leute nicht in Deutschland geboren sind, sondern eben hierher kamen, aber die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber rein deutsch, naja, es ist die einfachste Ausdrucksweise in dem Fall, muss ich vielleicht dann doch zustimmen. Für diesen Ausdruck, um zu verstehen, was gemeint ist, könnte man es so schreiben, aber ich hätte es auf jeden Fall anders geschrieben. Reinheit, das Reinheitsgebot, um Gottes Willen. Ich glaube, es sind tatsächlich mehr Ausländer als Deutsche. Könntest du von dir sagen, dass du Rassist bist oder rassistische Züge hast? Nein, weder rassistisch noch in irgendeiner Hinsicht rassistische Züge. Teilweise, es hält sich aber in Grenzen. Definitiv nicht pro Ausländer. Ja, mit Stolz sogar. Nein, weder rassistisch noch in irgendeiner Hinsicht rassistische Züge. Stimmt nicht ganz, weil ich aber auch finde, dass man gerade im Bereich Humor überhaupt keine Grauzonen hat. Gar keine. Ich bin jemand, der wirklich extrem schwarzen Humor mag und ihn auch selbst besitzt. Klar, auf YouTube kann ich es nicht so raushängen lassen. Und ich bin auch auf keinen Fall jemand, der gegen Behinderte oder was weiß ich hetzt. Auf Humorebene kann ich wirklich über alles lachen. Wirklich über die krassesten Dinge. Über extrem krasse Dinge. Deswegen wäre das hier gelogen, weil es hat schon einen rassistischen Zug, wenn man einen rassistischen Witz macht. Auch wenn man von 80 Psychologen bestätigt bekommen hat, dass man auf keinen Fall ein Rassist ist. Teilweise setzt sich in Grenzen, ist wieder zu viel. Ich bin wirklich der größte Feind von Rassismus. Das ist wirklich eine harte Nuss. Ich kreuze jetzt das hier an. Also definitiv nicht pro Ausländer, ist auch wieder so eine übertriebene Geschichte. Das hier ist sogar vielleicht fast der Mittelweg. Das hört sich schon wieder zu defensiv an. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Ich stehe fest da und sage, ich bin kein Rassist. Ich habe nichts gegen andere Kulturen, Religionen, wie auch immer. Ich kann ganz normal mit allen Menschen zusammen arbeiten und leben. Und das ist gar kein Problem für mich. Das Wichtigste ist, dass ich, egal woher man kommt, egal woran man glaubt, egal wie man aussieht, dass man sich an gewisse Gepflogenheiten hält. Aber das hat nichts mit länderspezifischen Dingen zu tun, sondern kommt einfach aus der Menschenkenntnisrichtung, geht auch über den Respekt hin zur, ja, einfach zum Umgang, wie man mit Leuten umzugehen hat. Es gibt einfach eine klare Linie, die auf der gesamten Welt eingehalten werden sollte oder muss, dass man respektvoll mit anderen Menschen umgeht und fertig ist der Lack. Auswertung, here we go. Hast du rassistische Züge? Zu 85% sind sie. Du gehst sehr tolerant und großzügig mit anderen Kulturen und Rassen um und bist somit konstruktiv für ein schönes Zusammenleben von Menschen. Du bewertest den Menschen nicht nach Hautfarbe und Herkunft, vertrittst aber doch deine eigenen Vorlieben und Meinungen. Du müsstest ein gutes Vorbild sein. Ah! Dieses Profil hatten 52% der 40.328 Quiz-Teilnehmer. Mensch, hey, bin ich nicht ein wunderbarer Mensch? Also der Test hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ich würde in Zukunft gerne auch noch mehr machen. Ihr könnt natürlich jetzt sehr gerne schreiben, was ihr als nächstes sehen wollen würdet. Und mir auch direkt Links, wenn ihr wollt, zu den Tests schicken. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr alle, meine gesamte Community, auch gegen Rassismus steht. Und zwar geschlossen gegen Rassismus. Wir haben keine Lücke, wir haben keinen kleinen Pimmel, der sagt, aber doch! Nein, wir sind gegen Rassismus. Und zwar zu 85%. Du müsstest ein gutes Vorbild sein, ist das schön. Ich glaube, jetzt kann ich über Kinder vielleicht doch, ja doch. Schatz! Zieh dich aus! Ihr könnt den Test natürlich auch sehr gerne machen und mir schreiben, was bei euch so rauskam, wie viel Prozent. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Gott, ist das hässlich, ich schwitze mich durch.